in Deutschland meine Ausbildung machen. Mega, ich habe nach dem Abi dort sogar Seminare gemacht, bei John Batson Feisner. Krass. Bei wem? Anyway. Ja, das ist total eine krasse abgefuckte Scheiße. Ja, ich bin jetzt. Nani? Heute Filme gucken bei Dina? Ohne Scheiß. Ich kann auch deinen Lieblingsfilm gucken. Sorry, aber ich kann nicht. Hey. Hey. Wollen wir zusammen nach Hause gehen? Ich wohne direkt gegenüber. Okay. Okay. Also, hey. Habt ihr Anna gesehen? Wen? Anna. Kennen wir nicht. Woraus schöpft ihr denn als Schauspieler? Aus euch selbst. Ja? Und genau da fangen wir an. Bei euch. Ihr erarbeitet einen Monolog, in dem es um einen inneren Konflikt bei euch geht. Viel Spaß. Nehmt es aus euch. Ich weiß echt nicht, wie man das hier aushalten soll. Jeder kennt jeden, jeder weiß alles. Es dauert ewig, bis man in der Zivilisation angekommen ist. Und es fährt nicht mal einmal die Stunde ein Bus, ey. Entschleunigung am Arsch. Na, aber warum seid ihr dann überhaupt hergezogen? Ja, wegen meiner Mutter. Meine Mutter ist PR-Agentin und dann hatte sie ein Burnout und dann hat sie die Landlust in die Finger bekommen und dann war eigentlich alles schon zu spät. Jedenfalls hasse ich jetzt mein Leben, aber zum Glück habe ich ja keins mehr. Kommst du noch mit rein? Ja, klar. Wer bist du denn? Hast du schon eine Freundin gefunden? Und sie trägt eine Bluse und hat sich die Haare gekämmt. Es läuft super. Du hast gesagt, die ist furchtbar. Ja, ist sie doch auch. Komm. Gut, dass du da bist. Sehe ich seriös aus? So businessmäßig? Naja. Ich habe einen Termin bei der Bank. Müssen wir jetzt doch ausziehen? Nein, es geht um einen Kredit. Für mein Nagelstudio. Dein Nagelstudio? Ja. Ich fange noch mal ganz neu an. Ist das nicht aufregend? Aber du hast doch gar keine Ahnung von sowas. Warte hier. Wozu gibt's denn das Internet? Aha. Warum sagst du das so? Aha. Frank hilft mir bei der Finanzierung. Wir haben einen Businessplan ausgearbeitet. Okay. Lass dir niemals von niemandem sagen, dass deine Träume zu groß sind. Mach die Straße frei. Meine Mutti kommt. 1,62, Bomberjacke blond. Mutti hat Dauerwelle, Leopardenlook. Schulterpolster Stonewall. Sophie. Komm mal mit. Was geht denn vor in dir? Woran denkst du, wenn du nachts um drei nicht schlafen kannst? An meinen Ex-Freund. Naja, auf jeden Fall. Ja, da habe ich mich jetzt gefragt, ob das halt ein Fehler war. Also, dem Schluss zu machen. Ja. Vielleicht denkst du noch mal ein bisschen weiter. Ich brauche was Echtes, weißt du? Ja, also entweder ich warte jetzt, bis Sylvia checkt, dass dieses Entschleunigungsding nicht funktioniert. Oder, und das ist eigentlich mein Plan A, ich hau einfach direkt wieder nach Frankfurt ab. Wow!
Girlboss-Gangster. Wollten ziehen. Ziehen. Trink die 6 Flaschen aus. Ich fühle mich so virgin. Und irgendwo da hinten fängt die Welt wieder an. Hallo! 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 Hi. Hast du heute schon was vor? Also, ich könnte uns was kochen oder so. Mann, das Problem ist, es tut mir total leid, aber ich muss zu meinen Eltern fahren. Aber du machst es dir bestimmt auch alleine schön. Wir kochen nächstes Mal. Okay, tut mir leid. Tschüss! Okay. Ich muss mal los. Oh fuck. Reiß dich zusammen. Oh fuck. Und jetzt? Stabiles Leben performen. Ja, läuft super. Bestens. Perfekt. Quatsch. Ich sag nur, komm zurück. Ich soll noch alles durchdrehen. Nicht mehr. Ich sag ihm, du fehlst mir. Alles klar? Ja. Bestens. Ja. Perfekt. Cool. Ja. Ja, gut. Du musst wahrscheinlich. Ja. Klar. Wir sehen uns. Ja. Okay, dann. Gut. Mach's gut. Ciao. Geil, oder? Ich glaube, das hole ich mir. Guck mal. Wer bezahlt das alles? Meine Mutter. Meine Mutter. Sie hat gesagt, ich darf mir was aussuchen. Cool. Hat sie einen neuen Job? So gut wie. Sie macht doch jetzt dieses Nagelstudio auf. Aha. Was soll denn das jetzt heißen? Aha. Warum sagst du das so? Naja. Ist jetzt nicht so, als hätte sie noch nie vorher eine Geschäftsidee gehabt. Soll das heißen, dass man nicht an sich glauben sollte oder versuchen sollte, einfach seinen Traum zu leben? Ja, wegen der Sache in der Schule. Weißt du was? Ich will überhaupt gar nicht wissen, was du denkst. Ich lass mir von niemandem sagen, dass meine Träume zu groß sind. Ich brauche auch sicherlich niemanden, der mir dabei im Weg rumsteht. Ganz cool? Ganz gut bei mir. Ja.
Boah, die hat jetzt richtig ein Problem. Uiuiui, da geht's rund. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu erst kommen konnte, dann schaut euch doch die ersten Videos an. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann fleißig abonnieren und liken. Ich bin Lea, ich spiele Anna. Ganz viel Spaß mit den Country Girls.